Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, jetzt wird es noch spannender. Nach dem Innenminister sein schärfster Gegner im Studio, Peter Pilz. Danke, Peter. Direkt aus dem Parlament herübergekommen. So ein hektischer Tag für dich heute, weil erstens ist es ein spannender Parlamentstag. Ja. Da geht es drunter und drüber. Aber zweitens, du hast heute am Vormittag um 11 Uhr, haben wir live übertragen, auf OE24 unfassbare Details zur Eurofighter-Causa bekannt gegeben. Da dreht es einem selbst als gelernten Österreicher den Magen um. Ja. Wir haben ja im Morgenjournal schon gehört, dass der Generalsekretär des Justizministeriums angezeigt wurde von seinen eigenen Korruptionsstaatsanwälten, weil er denen empfohlen hat, die Eurofighter-Causa abzudrehen. Aber jetzt hast du da ja noch viel mehr zu der Causa. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich bin jetzt 33 Jahre Abgeordneter, ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Muss ich mir vorstellen, da sitzt der höchste Beamte des Justizministeriums zusammen mit den führenden Staatsanwälten. Der sitzt mit denen zusammen, und ja? Sagt denen, er ist Generalsekretär, oder ja, was ist er der genau? Der Generalsekretär Pilnacek. Und vom der, Justizministerium. Ja, und der sagt vom denen, so unabhängigen ja, Justizministerium. Und der sagt denen glatt, tut's das weg, tut's Eurofighter weg, tut's das weg. Dreht's den Eurofighter ab, sagt er. Ne? Dreht's ab. Ja. Und er sagt wörtlich, ich mache ein Auge zu und wir stellen das einfach ein. Ja. Und, wenn einmal der und dann sagt er, setzt's euch zusammen und da schlagt's es, aber das hättet ihr vor 3 Jahren schon längst machen sollen. Und das muss man sich mal vorstellen. Da haben wir Journalisten, Abgeordnete, der Verteidigungsminister Toscazel, Anwälte, über ein Jahrzehnt für die Republik Österreich gekämpft. Da haben wir ein Verfahren, wo bald alle vor Gericht stehen werden. Da haben wir die Chance, dass die eingesperrt werden und dass die Republik Österreich 1 Milliarde Euro zurückkriegt. Und dann stellen wir plötzlich fest, der höchste Beamte im Justizministerium, der ranghöchste Mitarbeiter des Justizministers, ja, Moser, muss man der dazu sagen. Steht auf der anderen Seite. Und sagt, trat's das endlich an. Ja. Und heute habe ich Beweise vorgelegt und jetzt ist er endgültig rücktrittsreif und das erkläre ich kurz. Schau. Darf man zuerst nur sagen, das Ganze ist nur aufgeflogen, weil einige dieser Korruptionsanwälte gesagt haben, uns reicht's, rausgegangen sind und die Causa angezeigt man haben. Man muss auch wissen, warum sie das getan haben. Weil der Generalsekretär im Justizministerium, der Herr Pilnacek, der der eigentliche Justizminister ist, weil der Justizminister Moser darf gerade noch bei der Tür rein. Das ist im Prinzip sein Vorzimmer her. Ja. Der eigentliche Justizminister, der Generalsekretär Pilnacek, hat im letzten Jahr versucht, die Korruptionsstaatsanwaltschaft unter seine Kontrolle zu bringen. Mhm. Dazu muss man wissen. In der Korruptionsstaatsanwaltschaft sind die einzigen Staatsanwälte Österreichs, die weisungsfrei sind. Mhm. Allen anderen kann der Generalsekretär einen Befehl geben, denen nicht. Und die sind aber jetzt zuständig für Amtsdelikte und Korruptionsdelikte. Und die haben den jetzt angezeigt, dass er und so dran wollte. Und die was haben ja gewusst, geil ist, was und ja die haben geil. Gewusst, wenn sie jetzt nichts tun, ist ihre Unabhängigkeit beim Teufel. Und die Causa ist tot. Und die Causa ist tot und sie haben beim Eurofighter-Staatsanwalt gesehen, ja, wie der fertig gemacht wird. Wie der fertig gemacht wird, weil... So. Und was sind jetzt deine neuen Enthüllungen, Peter? Und das hängt zusammen mit dem Eurofighter-Staatsanwalt. Ja? Der Generalsekretär Pilnacek hat den Eurofighter-Staatsanwalt vom Dienst suspendieren lassen, ihm den Fall weggenommen und ihn verfolgen lassen wegen Verrat des Amtsgeheimnisses, weil er sagt, er hat eine Weisung verraten, die der Pilnacek gegeben hat. Der Pilnacek hat nämlich wirklich dem Staatsanwalt eine Weisung gegeben, nämlich Eurofighter-Ermittlungsakten zurückzugeben. Das waren für Eurofighter brandgefährliche Akten und die wollte er dem Staatsanwalt wegnehmen. Diese Weisung ist aufgeflogen. Und jetzt ist der Staatsanwalt angezeigt worden, weil behauptet worden ist, er habe mir geheim diese Weisung zugespielt. Mhm. Und ich habe jetzt das nachrecherchiert. Und konnte heute einen Beweis vorlegen. Ja, der Zeit im Bild im ORF ist wirklich
diese Weisung zugespielt worden. Mit einem E-Mail. Ja, mit einem E-Mail. War nicht vom Staatsanwalt. Der Absender dieses geheimen E-Mails, mit dem das Amtsgeheimnis gebrochen worden ist, war der Generalsekretär Pilnacek selbst. Der hat seine eigene Weisung dorthin geschickt. Ja. Warum macht er das, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Wir holen ihn ja in den Untersuchungsausschuss. Ja. Aber der bricht das Amtsgeheimnis. Zumindest besteht der begründete Verdacht. Und feuert dann den Staatsanwalt. Und sagt der Staatsanwalt was. Und daraufhin ist er suspendiert. Ja. Ja. Und jetzt möchte ich sehen, was jetzt passiert. Den Staatsanwalt hat man zu Unrecht verfolgt, weil er engagiert gegen Eurofighter gekämpft hat. Jetzt ist der Beweis gegen den Generalsekretär Pilnacek am Tisch. Und jetzt möchte ich sehen, was die Strafjustiz tut. Ich weiß nur leider, was der Justizminister tut. Der ist so schwach, dass er den Generalsekretär nicht einmal vom Dienst suspendiert. Jetzt muss man ja sagen, das sind ja Zustände wie im Iran. Ne? Also das sind vermutlich Ärger als im Iran. Also ja? Im Iran ist das alles nicht denkbar, was momentan mitten in Wien passiert. Ja? Und dann kommt das Nächste. Dann kriege ich die Staatsanwaltschaft Eisenstadt, hatte den Auftrag, den armen Eurofighter-Staatsanwalt fertig zu machen. Mhm. Und ich kriege vor kurzer Zeit Post von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Und in dieser Post steht drin, Sie müssen mich leider darüber informieren, dass Sie die Daten meines Handys abfragen. Und Sie schreiben dazu, ich bin eh nicht Beschuldigter. Das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Die schauen sich die Handydaten eines Abgeordneten. Das heißt, sie hören dich ab auf gut Deutsch. Ja? Na, sie schauen sich an, mit wem habe ich telefoniert. Ja? Mhm. Sie schauen sich an, mit wem habe ich telefoniert. Und sie umgehen die Immunität, weil normal müssten sie mir beschuldigen und sagen, sie werfen mir das, das und das vor. Mhm. Dann müssten sie aber einen Auslieferungsantrag ans Parlament stellen. Also schreiben sie mir, sie sind eh kein Beschuldigter. Und greifen mein Handy an. Das aber Handy das eines dürfen Abgeordneten. Sie ja nicht. Die dürfen ja nicht von an Zeugen oder was immer du bist in das dem müssen Verfahren. Wir, das müssen wir alles rechtlich prüfen lassen. Jedenfalls ist es außergewöhnlich. Das heißt, die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat im weitesten Sinn das Handy des Jetzt-Aufdeckers Peter Pilz angezapft. Hat da ermittelt. Angezapft ja, hat er und ermittelt. Nimmt jetzt die Telefonate herunter, nämlich welche sind geführt das worden, möglicherweise die SMS. Weiß ich, ob du WhatsApp schreibst oder was. Ja, und noch ob sie dazu, Gespräche mitgehört haben, weiß man noch. Und noch dazu wird jetzt überprüft, das Ganze nicht nur zum Zeitpunkt dieser Weisung, die war kurz vor Weihnachten letztes Jahr, sondern diese Handyüberprüfung findet statt für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis rein in den März 2019. Mhm. Und da frage ich mich, was wollten die Staatsanwälte da wissen? Was würden der Generalsekretär da wissen? Was ist denn das für ein Schnüffelsystem, das da gegen die Eurofighter-Kritiker gerichtet wird? Und wie, reicht die Macht von Eurofighter eigentlich? Ja, und was willst du jetzt eigentlich politisch? Ich meine, du bist ja Politiker, du musst jetzt ja auf den Tisch schauen. Wir haben uns heute zusammengesetzt, die Abgeordneten der Regierungsparteien und der Opposition, und wir haben offen miteinander geredet. Und es ist vollkommen klar, der Herr Pilnacek bekommt demnächst eine Ladung in den Eurofighter-Untersuchungsausschuss und wird unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. Gut. Und das, auf das soll er sich ordentlich vorbereiten. Also der muss ja eigentlich sofort suspendiert werden, oder? Der müsste auf der Stelle suspendiert werden. Wenn man den jetzt in sein eigenes Büro lässt, besteht ja allerhöchste Verdunkelungsgefahr. Besteht ja die Gefahr, dass er seine Spuren verwischt. Das muss man sich mal vorstellen. Und wer kann den suspendieren? Nur der Justizminister? Nur der Minister. Verstehe. Und der Minister ist abgetaucht. Umgefallen, abgetaucht. Da sieht man nur mehr einen Riesenschnorchel und von dem Justizminister Moser sieht man nichts mehr. Ja. So schaut es derzeit aus. Verstehe. Das ist einer der größten Feiglinge in der Bundesregierung. Jetzt, wo es darum geht, dass der Justizminister aufsteht und den Rechtsstaat verteidigt, taucht er ab und man sieht nur mehr den Moser-Schnorchel. Aber du verlangst, dass der suspendiert wird oder was ist deine politische Forderung? Selbstverständlich muss Generalsekretär Pilnacek auf der Stelle suspendiert werden, um den Rechtsstaat vor dem Generalsekretär des Justizministers zu schützen. Und da muss er in den Eurofighter-Ausschuss wann?
Was ist das für ein Zeithorizont? Das wird im Juni sein. Mhm. Ich schätze, es wird sein so um den 25. Juni. Mhm. Das muss mit den anderen Fraktionen also besprochen werden. Also noch kurz vor der Sommerpause. Ja. Und unsere Vorsitzende ist die Präsidentin Bures. Die wird dann die Ladung machen und die wird auch den Termin festsetzen. Mhm. Sicher vor der Sommerpause. Und du bist entsetzt. Aber ich auch wütend. Ich habe sowas noch nie erlebt, aber ich bin andererseits auch sehr froh darüber, weil das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn anständige Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aufstehen und sagen, jetzt und sagen es reicht. Das heißt, auf die Leute können wir uns verlassen. Die gehen ein hohes Risiko ein, aber die stellen sich jetzt öffentlich hin und sagen, wir verteidigen und den Rechtsstaat. Was wir derzeit für eine Bananenrepublik haben, zeigt ja auch die Tatsache, dass der identitären Chef Sellner, der ja hier ein paar Mal gesessen ist, wie du weißt, ja von mir bekanntlich als Nazi-Arsch tituliert wurde, daraufhin sogar lächeln musste, ja, während dem prallt es ja alles ab wie an einem Regenmantel, dass sich herausstellt, der hat nicht nur da gelogen, sondern der hat überall gelogen, als er behauptet hat, er hat mit dem Menschen keinen Kontakt gehabt. Ja, wer hat wie viele E-Mails mit dem ausgetauscht? Mit dem zumindest fünf sind bekannt. Fünf E-Mails hat er zumindest mit dem hin und her geschrieben. Ja. Das letzte war, ich fahre jetzt nach Wien und wir treffen uns dort auf ein Bier. Ja. Ja? Ja. Wo er auch gesagt hat, nie gesehen in Wien, nie gesehen. Ja, ja, ja. Der hat aber x Bilder von Wien gepostet auf seiner Seite. So ist ja? Es, ja. Genau. Und jetzt kommst du daher und sagst, da deutet alles darauf hin, dass die Hausdurchsuchung an den verpfiffen wurde, entweder von der Polizei oder vom Innenministerium, oder ich weiß nicht, wer noch in Frage kommt, weil der sogar sein Handy im Blumentopf vergraben hat. Also unter Herbert Kickl herrschen Zustände im Innenministerium, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Da sitzt der identitären Chef. Moment, mir verschlagt es gleich. Ja, verstehe ich menschlich. Ja, ich hoffe, du findest die Stimme wieder. Ja. Wir müssen kurz unterbrechen. Ja. Kurze geht. Pause. Nein, wir sind live da. Du musst weitermachen. Dann reiße ich mich jetzt zusammen. Reiß dich bitte zusammen. Schau, die Situation ist die. Stellen wir uns vor, 23. März 2019. Identitären Chef Sellner sitzt zu Hause und denkt sich um 12.19 Uhr, mir ist jetzt so fad, ich lösche alle Terroristen-Mails von meinem Account. Mhm. Und dann denkt er sich, mir ist noch immer so fad, jetzt vergrabe ich mein Handy im Blumentopf. Genau. Und dann klopft bei der Tür und er macht die Tür auf und sagt, Jösses, na, Hausdurchsuchung der Verfassungsschutz. Ja, den Blödsinn sollen wir glauben. Ja. Den Blödsinn sollen wir glauben. Ja. Na, was ist denn passiert? Wer glaubt denn das, dass jemand alle belastenden Mails, und wahrscheinlich viel mehr Mails noch, von seinem Computer löscht, ohne zu wissen, dass 40 Minuten später die Hausdurchsuchung ist? Wer glaubt denn, dass jemand sein Handy im Blumentopf vergrabt, wenn er nicht weiß, dass in ein paar Minuten es bei der Tür läuft und die Polizei vor der Tür steht? Ja. Das kann er der Yeti-Tante erzählen, aber nicht uns Abgeordneten im Nationalrat. Das heißt, du sagst, das ist verpfiffen worden. Von wem? Ich bin mir ziemlich wer sicher. Kommt in Frage? Das Problem ist, unter Herbert Kickl und der freiheitlichen Führung ist es ja ständig so, dass die Identitären das schönste Leben haben und nichts zu befürchten haben. Es kann die Polizei verpfiffen haben, es kann das BVD verpfiffen haben, deswegen, es kann das Innenministerium verpfiffen haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass das die BVD-Beamten waren. Das würde mich sehr wundern. Das sind also sehr, einer aus dem Polizei- oder Ministeriumsumfeld hat dem Herrn Sellner angerufen und ihm gesagt, da kommen in 40 Minuten die Polizisten. Ja, und ich versuche das jetzt einmal im Parlament zu klären. Wir werden das ganz normal untersuchen. Wir müssen jetzt einmal nachschauen, wer hat denn überhaupt die Gelegenheit gehabt? Wer hat es denn gewusst? Hat es der Minister vorher gewusst? Hat es der Generalsekretär vorher gewusst? Ja. Haben es die hohen freiheitlichen Funktionäre und Beamten gewusst? Oder hat die Polizei selber über einen Maulwurf den vorgewarnt? Wäre auch möglich. Und jetzt ist natürlich, schau, jetzt dürften wahrscheinlich wesentlich mehr Mails gelöscht worden sein. Das kommt noch dazu, Und das muss ja wieder hergestellt werden, das kann man ja wieder herstellen normalerweise. Weil wir müssen ja wissen, wen... Möglicherweise auch Mails von danach über das Treffen, das wäre ja noch spannender. Das wäre noch spannender. Und wir müssen ja wissen, wen hat dieser Terrorist in Österreich getroffen? Ja.
wer sind seine Kontakte? Genau. Und die große Frage, die sich immer stellt, sind nicht die Identitären allein, sondern ist dieses große Umfeld, wo die Identitären... Wir beide haben ja immer schon gesagt, dass der zum Sightseeing nach Wien kommt, glaubt ja bitte nicht einmal die Yeti-Tanz, wie du so schön sagst. Ja. Sondern der war natürlich da, um irgendwelche Vorbilder von sich zu treffen und sich aufmunitionieren zu lassen. Und wir sollten ja gerade besorgt sein, dass ein Massenmörder seine politischen Vorbilder in Österreich hat. Genau. Und dass die politischen Vorbilder des Massenmörders in der Freiheitlichen Partei hoch verehrt werden. Und dass der Vizekanzler Strache öffentlich auftritt und die Ideen des Identitären-Chefs verkündet. Ja, und vor allem, dass dem seine Hausdurchsuchung verpfiffen wird, weil das ist ja das Allerärgste. Da verschlägt es, wie Sie live gesehen haben, meine Damen und Herren, sogar den Peter Filz die Stimme. Ja, das zeigt ein bisschen, was man da heute alles erlebt. Und der eine sagt, das ist wie im Iran, der andere verliert die Stimme. Wir sind beide sprachlos. Wie Sie sehen, der Peter Filz ist tatsächlich sprachlos. Ich kann ja wenigstens noch weiter moderieren. Das war Peter Filz, der Aufdecker der Nation, wieder mal in Bestform, muss ich sagen, bei mir im Studio. Danke, Peter, dass du Zeit genommen hast. Husch, husch, zurück ins Parlament. Was steht dort noch auf der Tagesordnung? Jetzt geht die dringliche Anfrage über die freiheitlichen Putin-Verbindungen und über die Rolle der FPÖ bei der Zerstörung der Europäischen Union noch auf der Tagesordnung. Das ist durchaus eine spannende Debatte. Also da wird spannend heute im Parlament. Danke für diese Runde, Peter Pilz. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann wird es noch ein bisschen emotionaler, denn dann kommt nicht nur ein Wutaufdecker, dann kommen drei Wuttaxler zu mir, um zu sagen, warum sie heute Wien lahmgelegt haben. Bitte bleiben Sie dran, dann wissen Sie, warum diese ganze Stadt heute gestanden ist.